Hi, wir sind auf der IWA 2023 am Stand von MAK. Neben mir steht Dennis Kilic und hier gibt es was ganz Neues für die AR10 und AR15 Plattform. Genau, also wir haben eine neue MAK Trigger, zwar Abzug für AR15 Plattform. Das passt beim Tippmann 22, bei 9mm Büchse, bei 308, 223, Hecklerkopf passt das alles rein. Und zwar der Vorteil von der Abzug ist, es ist einstellbar. Wir können von 1,1 Kilo bis 3 Kilo einstellen. Wir können Vorzug einstellen, Überzug einstellen und zwischen One-Stage, Two-Stage kann man einstellen. Ja? Also sehr kostenloses Setweg. Das wird einfach der Renner sein bei dem Trigger. Das heißt, ich kann sozusagen, egal für was ich meine Büchse verwenden will oder wenn ich sie auch unterschiedliche Anwendungsbereiche verwenden will, kann ich den Trigger immer so einstellen, wie es dann... Genau, passend einstellen. Wir haben auch mit dem gebogenen Abzug. Und zwar für Präzisionsschießen kann man halt den Druckpunkt ein wenig leichter machen. Ja, und da kann man alle möglichen Einstellungen machen. Und zwar, wir haben einen Vorteil wegen der MAK Gunscan, was wir vor 2 Jahren entwickelt haben, bei der Bayerischen Polizei und bei der Heckler Koch. Wir können genau den Triggeranalyse machen. Und das heißt, jeder Trigger von uns bekommt eine Dokumentation. Falls der Endkunde dann verstellt, und da kann man immer nachvollziehen, was er verstellt hat, kann man wissen. Ja. Wie ist der Einbau? Einbau ist ganz einfach, durch die 2 Pins, die von der Waffe, dass man runter macht, und einfach reinstecken, 2 Pins, 2 Schrauben hier befestigen, und der sitzt dann fest. Also, simpel einfach. Das ist ein Drop-In-Abzug. Muss man nicht extra jetzt Feder rein oder Abzug rein und einfach reinstecken. Das haut dann hin. Ja? Okay. Und schon von den Kunden verfügbar oder wann ist es verfügbar? So 8 Wochen wird es an unsere Großhändler weitergegeben und die werden sich wahrscheinlich dann verkaufen. Sag mal, Endkundenpreis, sagen wir, ca. 320, 340 Euro. Okay. Wo können unsere Zuschauer noch mehr Informationen bekommen? Demnächst wahrscheinlich unsere Internetseite mak.ag oder von unserem Großhändler Alberts, Waffen Schumacher wird es sein und eventuell später mal Fachhändler. Okay, ja. Dann schaut da mal rein. Ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne. Vielen Dank. Gerne. Und bis zum nächsten Mal.